Heute soll das dritte Adventstürchen am historischen Adventskalender in Werderhavel geöffnet werden. Die Karl von Ossietzky Schule mit ihrem historischen Altbau wurde hierfür ausgewählt. Zahlreiche Besucher kamen und nahmen an dem Ereignis teil. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen hier an der Karl von Ossietzky Oberschule. Ich darf Sie gemeinsam mit Frau Amelung, der stellvertretenden Schulleiterin, recht herzlich hier begrüßen. Man sieht an Ihren Gesichtern schon, dass Sie gespannt sind, Ihre ehemalige Schule mal in einer neuen Zeit wieder zu besichtigen. Ich hatte leider nicht die Ehre, in diese schöne Schule zu gehen, musste da drüben, haben wir mal gesagt, in die Flachschule gehen. Oberschule 2 war ja damals. Herzlichen Dank dem Chor und Frau Schöps für die schöne musikalische Einleitung. Auch ich möchte Sie herzlich begrüßen, Herr Karl von Ossietzky Oberschule mit angegliederter Primarstufe. Treten Sie ein, schauen Sie sich um, nehmen Sie Einblicke in unsere Schulchronik und genießen Sie ein wenig die vorweihnachtliche Zeit bei Kaffee und Kuchen. Doch bevor es weit ist, habe ich hier jemanden, den möchte ich Ihnen vorstellen, das ist die Miriam. Geht bei uns in die Schule, ist 10 Jahre alt, also genauso alt wie der historische Adventskalender. Und wir wissen ja alle, in der Vorweihnachtszeit haben die Kinder ganz viel damit zu tun, sich ihre Wünsche zu überlegen. Und auch unsere Schüler haben sich Wünsche überlegt. Und die Miriam möchte da gerne dem Bürgermeister ein paar Worte mit auf den Weg geben. Wir haben ja schon eine sehr schöne Stadt Weihnachten auch. Eine sehr schöne Schule, aber die Kinder haben einen Wunschzettel erstellt und den gebe ich ihnen jetzt. Und wenn es möglich wäre, könnten sie uns da ein paar Wünsche erfüllen. Ich werde mir Mühe geben. Wollen wir gleich mal gucken? So ein paar wenigstens. Mehr Spielplätze, mehr Fahrradwege. Kürzere Ampelphasen, ein Krankenhaus, billige Mieten, mehr Polizeiwachen, bin froh, dass wir noch eine halbe haben. Die Fertigstellung des Schwimmbades, das schaffen wir noch, mehr Elektroautos und Fertigstellung der Eisenbahn. Meiste können wir machen mit dem Krankenhaus so viel. Bitte, kommen Sie rein. Oder sind wir schon? Herzlich willkommen.